So, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es mal um etwas ganz Spezielles, was leider alle, die in Deutschland wohnen oder alle, die in Österreich wohnen oder alle, die nicht in der Schweiz wohnen, leider nicht interessieren wird. Im Moment noch. Wobei, ich habe da was gelesen gehabt, also stay tuned. Also, es geht um Dividenden, aber nicht im eigentlichen Sinne, wie wir Dividenden kennen, also eine Cash-Auszahlung auf euer Verrechnungskonto, sondern um eine Sachdividende. Denn es gibt Aktien, und irgendwie scheint das wohl so ein Schweizer Ding zu sein, die Lindt-Gruppe, wenn ihr die ganz krasse Mega-Aktie von Lindt habt, die irgendwie so 80.000 Euro kostet, dann kriegt ihr diesen Lindt-Schokokoffer jedes Jahr zugeschickt, was aber mal Preisregionen sind, die ich und die meisten von euch wohl nicht leisten können. Dann gibt es von Kalida, das ist so ein Modedings, die schicken einem ein Pyjama zu. Und das Interessanteste für mich ist die Swatch Group, die schicken nämlich, also früher war das anders gewesen, da musstest du zur Hauptversammlung gehen und du hast eine Uhr bekommen. Jedes Jahr gibt es eine Uhr von der Swatch Group. Und das hat sich ein bisschen geändert mit 2020. Dort wird jetzt die Uhr zugeschickt zu allen Aktionären, aber es ist auch wichtig, dass ihr die richtige Aktie habt. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, denn ich hatte das in Erwägung gezogen für unsere Tochter, weil die hat demnächst Geburtstag. Da habe ich gedacht, ey, das wäre doch cool, wenn man sich eine Aktie kauft und man jedes Jahr eine Uhr bekommt, die man einfach unserer Tochter schenken könnte. So könnte sie jedes Jahr die Uhr wechseln und irgendwann hat sie mal 3, 4 und könnte sie jeden Tag wechseln. Das war die Idee gewesen. So, jetzt gab es aber ein kleines Problem. Ich wusste nicht genau, wie kriege ich das hin. Denn ich bin zwar in der Schweiz, oder ich wohne zwar in der Schweiz, aber ich habe einen deutschen Broker. Und da war die Frage, geht das überhaupt? Ich habe einfach mal Swatch angeschrieben. Und das war gestern gewesen. Und ich habe auch direkt heute früh eine Antwort bekommen. Was ich mega geil finde. Also super schnell. Hier auf jeden Fall erstmal Daumen hoch an die Swatch Group. Und die E-Mail war wie folgt. Also ich habe geschrieben, ich habe das G vergessen, tut mir leid. Guten Tag. Ich würde gerne erfahren, welche Anforderungen man einhalten muss, um die jährliche Aktionärsuhr erhalten zu können. Wir würden das gerne für unsere Tochter machen, damit wir ihr das investieren und die Börse näher bringen können, was ja auch richtig ist. Unser Broker ist in Deutschland, allerdings wohnen wir in der Schweiz. Soweit mir bekannt, muss man mindestens eine Namensakte halten und diese muss im Namensregister eingetragen sein. Ist dies so richtig? Zack, kam die Antwort. Besten Dank für Ihre Frage. Es ist richtig, dass der Erwerb einer Namensaktie der Swatch Group AG, ISIN, und ich zeige euch gleich, welche das ist nämlich die günstigere, nicht die teure, was auf jeden Fall nochmal cooler ist, ne? Ausreicht, um das Aktionärsgeschenk zu erhalten. Korrekt ist auch, dass die Aktie im Aktienregister auf dem Namen des Aktionäre eingetragen sein muss. Bitte beachten Sie, dass der Eintrag ausschließlich durch Ihren deutschen Broker erfolgen muss. Falls Ihr Broker keine Business Partner Identifikationsnummer, BPID, bei der Schweizer Börse besitzt, muss der Eintrag über eine schweizerische Korrespondenzbank mit einer BPID erfolgen. Die Anlagerate wird Ihnen beziehungsweise die notwendigen Schritte erklären. Nach dem erfolgten Eintrag werden Sie oder Ihre Tochter ca. im April 2021 die Einladung zu ordentlichen GV erhalten. Danach brauchen Sie nur noch Ihre Stimme dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu übertragen, sodass diese in das Abstimmungsresultat der Generalversammlung einfließt. Wir hoffen, wir können Ihnen Funktion dienen. Ich habe jetzt den Namen von dem Herrn weggemacht, aber die E-Mail-Adressen habt ihr auch da oder wenn ihr anrufen möchtet. Ich bin einfach aufs Formular gegangen von der Swatch Group Investor Relations unten Kontakt und habe das dann geschickt. Das war die Antwort. So, jetzt hatte ich auf jeden Fall schon mal die Antwort von der Swatch Group Seite, welche ISIN das ist, welche ich haben muss. Und gucken wir uns mal schnell an. Es gibt, wie gesagt, nämlich zwei verschiedene. Es gibt einmal die Inhaberaktie. Ihr seht, die kostet knapp 195 Franken. Das sind irgendwie 185 Euro. Und es gibt die Swatch Group Aktie, die Namensaktie. Und das ist die günstigere hier für 37,52, also ungefähr 35 Euro im Moment, die ihr haben müsst. Also ihr seht hier die ISIN, 1225544. Wir vergleichen 1225544. Das ist diese, die man haben muss. Also nochmal ein positiver Punkt, ist die günstigere. So, dann gucken wir uns die Uhr mal an. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Krasses, ne? Es ist eine Swatch und die meisten werden ja mit Swatch was anfangen können. Ich habe es mal rausgesucht, das ist diese Aktionärsuhr gewesen von 2020. Ihr seht hier, Aktionärsgeschenk, Generalversammlung 2020. So sieht das ganze Ding aus. Ja, es ist eine Plastikuhr und da ist jetzt nicht irgendwie krass irgendwas drin. Es ist einfach ein Dreizeiger mit einem Design, relativ schlicht sogar, die kann man sogar echt noch tragen. Ja? Es ist nicht irgendwas Ekliges oder was Komisches. Das ist, was man bekommt. Gut, jetzt im Vergleich zu einer Rolex und einer Omega ist was anderes, ne? Sieht ein bisschen anders aus, aber wie der Herr hier zum Beispiel schreibt, ist das
Die Aktion ist jedes Jahr eine andere, speziell dafür designt. So meine ich mich zu erinnern, dass letztes Jahr Neubau in Biel das Thema der Uhr war. So. Also es gibt immer irgendein Theme. Und der Herr hier, der jetzt das bekommen hat, er meint, er trägt die meistens ein Jahr für in die Ferien, im Garten, beim Auto, beim Waschen, was auch immer. Ist so als Second Watch Swatch benutzt der Herr die. In unserem Fall wäre das wirklich für unsere Tochter, was auf jeden Fall sehr cool wäre. Also es ist jetzt nicht irgendwas extrem krasses, aber wenn man sich anschaut, also geht das Modell bei Swatch, das ist wäre irgendwie sowas hier, kostet so 70 Euro, 80 Euro, ja, ich bin jetzt nicht alle durchgegangen hier. Da gibt es ja auch echt viele verschiedene. Könnt ihr mal selber schauen. Aber so die Preisregion von Swatch sind irgendwo bei, ich glaube, 50 Euro ging los. Kann man ab 90 Euro, 70 Euro. Ja, das sind so die Preisregionen. Okay? Also, das ist die Aktie, die ihr haben müsst. So, interessanter wird es dann. Habe ich hier die Consorsbank angeschrieben. Ne? Also, ich habe die angeschrieben, Chat-Verlauf sozusagen, und habe jetzt das geschrieben, was mir die Swatch Group geschrieben hat. Dann habe ich gefragt, geht das überhaupt, ob man das machen kann, weil ich habe mich von der Namenseintragungsgebühr bei der Consorsbank befreien lassen. Ja, ihr wisst noch, das habe ich mal ein Video zugebracht, damit ich nicht diese 1,95 zahlen muss. Und da ist mir noch etwas dazu Info, was vielleicht auch noch interessant ist für euch. Also, Moment bitte, ich frage gerade mal nach. Vielen Dank. So, also eine Aktie geht leider nicht. Ich habe gefragt, ob es möglich wäre, dass ich mich nur für die Swatch Group Aktie eintragen lasse, aber alle anderen nicht. Ja, man wurde gesagt, geht leider nicht. Wenn Sie eine Eintragung wünschen, gilt dies wiederum für das gesamte Depot. So, dann habe ich gefragt, wäre es möglich, dass ich mich anmelde, dann den Namenseintrag machen lasse nach dem Kauf, mich dann wieder abmelde und ob das dann bestehen bleibt. Und dann wurde gesagt, das wird wieder gelöscht. Ja, also ich versuche hier gerade irgendwie diese ganzen Gebühren zu umgehen. Ja. Dann habe ich geschrieben, ja, es ist halt ein bisschen blöd, dass man jedes Mal diese 1,95 zahlen muss. Und dann wurde mir gesagt, Sie können annehmen oder abnehmen. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn mit dem zweiten Depot aus? Weil ich habe schon ein zweites Depot eröffnet bei der Consorsbank für was anderes jetzt, was aber dann später kommen wird, wo ich halt noch nicht diesen Namenseintrags-Disclaimer, also dort gekündigt habe. Und da hat sie gesagt, ja, das geht natürlich wieder. Also wenn ich habe ein Depot, wo ich befreit bin, da kann ich das nicht machen, aber auf dem anderen, wo ich noch nicht befreit bin, könnte ich das natürlich machen, wenn ich jetzt keine deutschen Aktien dort zum Beispiel kaufen möchte. So, und dann wurde geschrieben, habe ich gefragt, hat denn die Consorsbank überhaupt die diese Business Partner ID? Und hat sie gesagt, neun hast du noch keinen Widerspruch, Aktien hinterlegen, zahlen, aber man zahlt diese 1,95 nur einmalig, das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, man zahlt das jedes Mal, weil ich habe es gesehen beim ersten Mal natürlich, habe gesagt, boah, das ist doch zum Kotzen. Und dann zahlt das wohl nur einmal. Das heißt, wenn ihr jetzt die Allianz bespart, wie ich jetzt auch mal, und ihr dich nicht befreien lasst von dem, dann werdet ihr eingetragen ins Namensregister, aber man zahlt diese 1,95 nur einmal. Ja? Ich weiß ja nicht, wie es bei der Comdirect ist, aber bei der Consorsbank ist es auf jeden Fall so. Gut, dann war das geklärt. Und dann bin ich zu einem anderen hingekommen. Da habe ich dann gefragt, gibt es die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, in der Lagestell Ihrer Schweiz Aktien ins Namensregister einzutragen. Das freut mich, bla 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 bla. Habe ich gefragt, was würde es denn kosten, wenn ich das jetzt kaufen würde? Und dann ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, denn ich wohne zwar in der Schweiz, Broker ist deutsch, aber es muss ins Schweizer Namensregister eingetragen werden. Und dann steht dann hier, die Voraussetzung für die Eintragung ins Namensregister ist, dass die Anteile in der Schweiz verwahrt werden. Ich sehe, dass Sie die Aktien noch nicht gekauft haben, um eine Bestandsumlegung zu vermeiden. Das heißt, Sie müssten das dann umbuchen. Sollte man direkt bei einer Schweizer Börse kaufen. So, jetzt sind aber Gebühren für in der Schweiz zu kaufen. Die Ordergebühr bei Auslandsbörsen beträgt 49,95 Euro plus 0,25% des Ordervolumens. Und dann fallen nochmal die Eintragung selbst Gebühren in Höhe von 51,45 Euro an. Und dann habe ich gesagt, oha, gibt es denn keine Möglichkeit, das ohne diese enormen Kosten zu machen, weil die Aktie an sich kostet gerade mal 35 Euro. Dann habe ich gerechnet, dann würde es alles zusammen 136,49 Euro kosten. Das heißt, die Aktie für 35 und dann nochmal 101,49 Euro Gebühren für Namensregister eintragen, Kauf an der Schweizer Börse und so weiter. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist korrekt. Genau das wären die Gebühren. Dann meinte er, ja, Sie können auch natürlich außerbörslich Handel in Deutschland kaufen, die Ordergebühren sind dann günstiger, allerdings müssten wir die Anteile für die Eintragung dann in der Schweiz umlegen. Und da ist die Gebühr von 54,49. Also kommt es auch ungefähr dasselbe bei raus. Dann habe ich mich noch bedankt, jada, 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 und dann gesagt, da müssen wir uns nochmal überlegen. So, also, alles in allem habe ich versucht, das irgendwie zu gucken, ob das geht, um diese ganzen Gebühren nicht zu haben, aber es gibt keine Möglichkeit. Das heißt, wenn wir das machen möchten,
dann müssen wir die eine Aktie kaufen, die zwar nur 35 Euro kostet, aber ich habe dann nochmal knapp 101 Euro Gebühren für die Namenseintragung und den Kauf in der Schweizer Börse, damit es hier im Namensregister ist. Wenn das nicht gerade das Jahr 2020 wäre, würde ich vielleicht noch davon ausgehen, dass das wohl beibehalten wird. Aber ich weiß nicht und es kann mir ja keiner garantieren, dass dieses Aktionärsgeschenk-Feature beibehalten wird von der Swatch Group in der aktuellen Lage. Und ich weiß ja nicht, wie die Zukunft aussehen wird und ob die dann noch so spendabel sein wird, die Swatch Group, dass man jetzt 135 Euro in die Hand nimmt, um das zu kaufen, um dann nicht zu wissen, ob es 2021 eine geben wird. Vielleicht gibt es dann noch eine. Dann sagen wir mal, kostet die jetzt die 70 Euro, aber kommt dann 2022 eine und 2023 eine und 2024 eine und so weiter. Ja, ich weiß, man sollte nicht eine Aktie kaufen, nur um für ein Aktionärsgeschenk zu bekommen, aber in dem Fall ist es wirklich der Sinn der Sache wäre, ich kaufe eine Aktie, damit unsere Tochter jedes Jahr eine Uhr bekommt. Ja, und das wäre so ein cooles Ding, wo man wirklich die Tochter oder das Kind ein bisschen näher bringen kann, dem ganzen Thema Börse Dividenden ein bisschen leichter erklären können. Also guck mal, du kriegst kein Geld, aber du kriegst ein Geschenk sozusagen. Ne? Und du nennst Dividenden wie Geschenke für Kinder. Ja? Und da mir das keiner garantieren kann, muss ich mir das echt überlegen, beziehungsweise werde ich mal schauen, ob es vielleicht hier in der Schweiz irgendeinen Broker finde, der in der Schweiz ansässig ist, wo ich nicht diese krassen Gebühren habe oder wo ich eventuell günstiger als 135 Euro komme oder 136,50 Euro oder sowas. Ja, das war es eigentlich gewesen. Also es war nur so ein bisschen Schriftverkehr zwischen den ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob einer von euch da vielleicht in der Schweiz sitzen, mir sagen kann, ob er irgendeinen Broker mir empfehlen kann, weil in der Schweiz ist das Problem, sind die Broker wieder nicht kostenlos. Das heißt, man hat jedes Jahr irgendwelche Gebühren für das Depot bzw. das Verrechnungskonto und wenn ich dann am Ende auch wieder irgendwie 30 Euro Franken Gebühren im Jahr zahle und auch dort nicht sicher sein kann, dass die Uhr dann wirklich jedes Jahr kommt, ihr versteht es. Ne? Klar, ich will hier versuchen, die eierlegende Wollmilchsau-Aktien-Dividenden-Aktionärs-Uhr-Geschenk-Dings da bums dazu bekommen. Aber es soll ja für unsere Tochter sein. Ne? Und könnt ihr auch eine Uhr kaufen, aber sie wird jetzt 2 demnächst. Also sie braucht es noch nicht. Das heißt, man könnte so ein paar sammeln, bis sie dann irgendwie alt genug ist. Man könnte ihr die Uhrzeit lesen beibringen, wäre auch nicht schlecht. Ne? Also so alles in allem wäre das. Und ich versuche hier genau gerade super cheap zu sein. Ja, ich weiß. Deswegen werde ich trotzdem schauen, wie das ist mit in der Schweiz, vielleicht einen Broker zu finden, wo vielleicht die Gebühren nicht so hoch sind, wo die Namenseintragung nicht so krass hoch ist und vielleicht kostet sich das irgendwie 50 oder 60 Franken oder sowas. Das ist mir auf jeden Fall, mir wären auch die 130 Euro das wert, für unsere Tochter ein Geschenk zu kaufen. Aber es ist ja wie gesagt nicht garantiert. Wenn ich garantiert hätte, dass die Swatch Group sagt, ja, die nächsten 10 Jahre sind garantiert, dann würde ich einfach die 135 bezahlen und fertig. Dann weiß ich, dass ich etwas zurückbekomme für das Geld. Ne? Aber in dem Fall ist noch nicht sicher. Ansonsten schreibt doch mal runter, was ihr darüber denkt, ob ihr Sachdividenden vielleicht bevorzugen würdet, wenn es die Möglichkeit gäbe, weil, wie gesagt, das ist leider nicht möglich für, ihr seht hier, kleiner Disclaimer, wie gesagt, nur stimmberechtigte Namensaktien und Inhaberaktien, beim Inhaberaktien ist wohl nicht richtig, dass sie schriftlich oder elektronisch durch einen unabhängigen Stimmvertreter vertreten lassen, erhalten das Aktionärsgeschenk nach der GV an ihre Zusteller in der Schweiz geschickt. Es erfolgt kein Versand des Aktionärsgeschenks an eine Adresse im Ausland. Ich habe mal einen Artikel gelesen gehabt, wo jemand in Hamburg sitzt, der zur GV gefahren ist, konnte das nicht und hat gefragt, wie kriege ich denn meine Uhr jetzt? Ja, normalerweise bin ich immer hingefahren und habe die abgeholt. Aber es wird da keiner aus Deutschland irgendwie zur GV fahren, sich die Uhr dort abholen. Außer man macht jetzt irgendwie Ferien und jetzt ist es ja wie gesagt komplett weg. Das heißt, jetzt wird es ja nur noch an die Adresse geschickt und das geht halt nur, wenn man eine Schweizer Adresse hat. Ja. Würdet ihr denn sowas machen, wenn ihr in der Schweiz wohnen würdet? Wäre das irgendwas für euch? Und wenn es in Deutschland die Option gäbe, würdet ihr die dann wahrnehmen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten lasst doch gerne ein Abo da. Kommentiert wie immer und Daumen hoch, wenn euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.